Guten Abend, das sah doch relativ vielversprechend aus. Heute Morgen noch Asien gut, Öl gut, aber dann kam der Ölpreis dann doch wieder ins Rutschen und das wurden Erinnerungen wach an die vergangenen Tage. Ja, was letztendlich auch noch die Stimmung unterkühlt hat, war ein IFO-Index, der auch sehr unterkühlt gewesen ist. Und Hans-Werner Sinn, der Chef des IFO-Instituts, hat gesagt, Deutschlands Unternehmen schauen verschreckt ins Jahr 2016. Wollen wir hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Auf jeden Fall haben die DAX-Anleger schon mal reagiert. Wir waren unter 9.700 Punkte gefallen. Gucken wir mal voraus auf morgen, auf Dienstag, den 26. Januar, die wichtigsten Termine. Zunächst so von Konjunkturseite müssen wir ein bisschen warten. 15 Uhr am Nachmittag aus den USA, der Case-Shiller-Hauspreisindex. Wir erwarten hier 5,7 Punkte. Es wäre eine leichte Verbesserung. Und dann bekommen wir noch ganz wichtig, eine Stunde später, 16 Uhr, das Verbrauchervertrauen des Conference Board. Hier erwarten wir 96,6 Punkte, also ein minimaler Anstieg, aber dieses CCI, dieser Consumer Confidence Index, ist ein ganz wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der amerikanischen Konjunktur. Monatlich werden 5.000 Konsumenten befragt, gerade hinsichtlich ihres Konsumverhaltens, Anschaffungsverhaltens von langlebigen, langfristigen Wirtschaftsgütern. Also nicht der Kugelschreiber, den man sich gedenkt zu kaufen, sondern eher das Auto. Ganz wichtig auch noch die Quartalszahlen, die morgen auf uns zukommen. Da geht es schon relativ früh los mit Siemens Zahlen zum ersten Quartal, gleichzeitig auch die Hauptversammlung bei Siemens, dem Elektroriesen. Und wir schauen auch bei der Konkurrenz dann gleich nochmal vorbei, und zwar in den Niederlanden, in Holland bei Philips. In vielen Bereichen ja ein direkter Konkurrent von Siemens. Philips, einer der größten, weltgrößten Elektronikkonzerne. Johnson & Johnson und in einem Atemzug zu nennen dann auch Procter & Gamble, also zwei große und hochrangige Vertreter der Consumer-Branche. Und wir haben dann noch mit AIG den weltgrößten Versicherer, der uns Einblick gewährt in seine Bücher. Außerdem geht es mit 3M weiter, dem Spezialisten für Klebestreifen. Die Post-its kennen wir sicherlich. Und AT&T, der direkte Konkurrent zur Deutschen Telekom. Und damit dann das Thema Telekommunikation kommt auf den Prüfstand. Und am Abend nach Börsenschluss müssen wir uns alle etwas gedulden. Apple mit den Quartalszahlen. Und auf die kann die Börse dann erst eben am Tag später, also am Mittwoch, reagieren. Spannender Handelstag morgen. Ihnen eine gute Nacht.